Klimawandel tätig. Dann der zweite Block ist Konsequenzen und Szenarien zum Thema zu entwickeln, dieser Klimawandel. Dann prinzipiell und zu Handlungsoptionen und dann ein bisschen auch auf die kommunale Ebene heruntergebrochen. Es ist bekannt natürlich, wir hatten jetzt in den 80er und 90er Jahren eine längere Periode mit relativ niedrigen Ölpreisen. Dann Anfang der 2000er Jahre ist es gestiegen und dann gab es im Jahr 2008 diesen Höhepunkt der Ölpreisentwicklung, nicht ganz zufällig, dann gekoppelt auch mit einer Finanz- und Wirtschaftskrise, im Zuge derer dann kurzzeitig der Ölpreis gefallen ist, von etwa 140 auf 40 Dollar per Barrel, hat sich dann aber relativ rasch wieder, ist relativ rasch wieder gestiegen und ist dann auch jetzt bei, meistens jetzt bei plus minus 100 Dollar per Barrel so in letzter Zeit. Ja, Peak Oil bezeichnet den Zeitraum oder Zeitpunkt, das ist wahrscheinlich kein Punkt, sondern den Zeitraum, in dem wie genau man das sieht, an dem die maximale globale Ölförderkapazität erreicht wird. Und nachdem dieser Zeitpunkt erreicht ist, sollte es dann eben mit der Fördermenge bergab gehen. Zumindest geht man jetzt im theoretischen Modell davon aus. Es gibt auch teilweise Kurven, wo das anders ist, wo es mal einen Peak gibt und dann vielleicht noch einen zweiten Peak. Aber im Prinzip sollte es so sein, was wir momentan erleben, ist eher ein Plateau der Förderung, das werden wir dann auch noch sehen. Aber man geht davon aus, dass es dann irgendwann auch in dieser Plateauphase bergab geht. Warum ist das so? Man kann sich das so vorstellen, dass man mal von der einzelnen Ölförderquelle ausgeht, die hier links oben zu sehen ist, wo man sieht, wenn man beginnt, die zu erschließen, dann steigt praktisch die Förderrate, also der Druck steigt in der Quelle oder im Feld, erreicht dann ein Maximum, kann dann eine Zeit lang auf diesem Plateau gehalten werden, irgendwann nimmt der Druck ab, dann geht es bergab mit dieser einzelnen Quelle oder mit diesem einzelnen Feld. Und interessanterweise gilt es eben nicht nur für ein Feld, sondern auch für eine ganze Region. Da es in der Regel so ist, dass die ergiebigsten Felder zuerst erschlossen werden. Das sieht man hier rechts, das ist in dem Fall natürlich eine Abstraktion. In der Regel schaut das natürlich nichts aus, aber damit das Prinzip erkennt, das erste Feld, die sind das größte, das sind zuerst erschlossen. Dann das zweite, dritte und so weiter fällt, die werden immer kleiner und irgendwann erreichen dann die neu erschlossenen Felder nicht mehr aus, damit die Förderung insgesamt steigt und sie können dann nur den Abfall der Förderkurve bremsen. Das ist eben nicht nur ein theoretisches Modell, sondern es zeigt sich eben anhand des Beispiels verschiedener Förderregionen, dass es tatsächlich in der Realität auch so ist, auch wenn natürlich in der Realität Kurven dann immer ein bisschen anders aussehen und im Prinzip ähnlich. Das ist das Beispiel für die Förderung in Großbritannien, wo wir eine zweilinige Kurve haben. Das ist bereits ein erstes Maximum der Förderung in den frühen 1980er Jahren. Dann gab es einen Einbruch, so Mitte der 80er Jahre, das ist deswegen, weil es hier einen größeren Förderunfall gab und hier sozusagen eine größere Plattform geschlossen werden musste. Dann hat es wieder eine Zeit gedauert, bis die Förderung hochgefahren werden konnte und dann der zweite Peak, der zweite Höhepunkt der Förderung ist hier, wurde hier circa im Jahr 2000 erreicht. Und seitdem geht es eben bergab und 2010 ist ungefähr nur 40%, wird ungefähr 40% dessen gefördert, was im Jahr 2000 gefördert wurde. Grundsätzlich ist auch die Frage, welches Bild man hat, wenn man einerseits einen Verlauf jetzt in der Vergangenheit hat, der durch diese blaue Kurve gekennzeichnet ist, der zum Beispiel ein von mir sehr exponentiell oder zumindest ein wachsender Verlauf ist, dann gibt es hier rechts zu sehen auch eine bestimmte förderbare Menge. Hier einfach als Kreis eingezeichnet ist die Frage, wie wird sich die Zukunft entwickeln? Bleibt die Förderhöhe konstant? Dann sieht man hier so ein Rechteck, da wird einfach dann die gesamte förderbare Menge durch den gegenwärtigen Verbrauch oder durch die gegenwärtige Förderung limitiert und man kommt auf diese sogenannte statische Reichweite. Das sind Zahlen, die man oft hört, wenn man hört, Öl erreicht man für 30, 40, 50 Jahre,
dann ist das in der Regel die statische Reichweite, wo noch die bekannten sogenannten Reserven, das sind die wirtschaftlich erschließbaren Ressourcen, die momentan bekannte förderbare Menge, durch die momentan deine Fördermenge dividiert wird, da kommt man eben auf diese statische Reichweite. Nicht? In der Regel schaut dabei die Förderung nicht so aus. Das zweite wäre der rote Fall, der auch nicht realistisch ist, dass praktisch die Förderung noch weiter ansteigt, bis es einfach nicht mehr geht und dann sozusagen von 100 auf 0 abfällt. Also beide Profile sind nicht realistisch, eher realistisch in dieses hier natürlich auch jetzt eher symbolisch zu sehen, aber doch auch in der Realität ähnlich dieses glockenkurvenförmige Modell, dass eben ein Maximum erreicht wird, dass es dann eben einen Abfall gibt, wie hier bezeichnet. Und die Öl gibt es dann noch länger, wie man hier sieht, eben dieser Gegenteil der Kurve, der geht weiter als das Rechte, das heißt, es gibt Öl noch länger als in den 40 Jahren, aber eben zu immer geringer verfügbaren Mengen. Und es kann natürlich sein, dass auch wenn jetzt die statische Reichweite noch 40 Jahre oder 50 Jahre bedeckt, was auch immer, dass die Zeit bis zum Peak natürlich viel kürzer ist, nicht? Wie zum Beispiel um 6 Jahre oder je nachdem. Hier ist nochmal dargestellt, was passiert, wenn diese statische Reichweite größer ist, wie weit sich dann der Peak das Fördermaximum hinausschiebt, wenn man diese sigmoide Kurve jetzt hinterlegt. Hier mal in dieses Rechteck, wo diese statische Reichweite, also R2D, ist die englischen Begriffe, Reserves durch Production, also da werden die Reserven durch die Produktion dividiert. Der deutsch-statische Reichweite, sieht man hier in diesem grauen Rechteck dargestellt, was passiert, wenn diese statische Reichweite zum 20 Jahre größer wäre, das sieht man im strichierten Verlauf der Kurve, dann hat man natürlich sozusagen länger, größere Mengen verfügbar, der Peak allerdings verschiebt sich nur ganz wenig, also der Peak verschiebt sich hier, wie man hier sieht, um wenige Jahre. Das heißt, eine Erhöhung dieser statischen Reichweite um zum Beispiel 20 Jahre verschiebt den Peak nur von mir so um 3-4 Jahre. Also dass sich zu vergegenwärtigen in dieses Denken in Reichweiten versus dieses Denken jetzt in Peaks. Ja, das ist jetzt nur so ganz eben allgemeine Darstellung. Oben sieht man eben, der obere Pfeil bezeichnet diesen Trend, der notwendig wäre für wirtschaftliches Wachstum oder notwendig wäre, um ja, gewisse Grenzen in Lebensstilen etc. Fortschreiten zu können. Und dann halt die abfallende Kurve, die eben das wahrscheinliche tatsächliche Förderprofil und die Verfügbarkeit beschreibt. Je nachdem, wie man sieht, und dazwischen klafft in eine Lücke. Und ja, kann je nachdem, wie man das sieht, von mir sind die Probleme, mit der Erneuerbaren geschlossen werden. Oder aus verschiedenen Gründen nicht so leicht geschlossen werden, auch vielleicht aus politischer, gesetzlicher Trägheit. Und dann kann es eben zu mehr oder weniger größeren Problemen kommen. Diese Probleme sind hier durch diesen Pfeil symbolisiert. Und was jetzt für kurz kommt in diesem Vortrag, weil wir jetzt speziell der Klimaschutz jetzt hier wenig eingehen. Eigentlich müssten wir aber, um das Klima zu schützen im Sinne, dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, dass die globale Temperatur nicht nur mehr als 2 Grad steigt, also seit Beginn der industriellen Revolution, müssten wir eigentlich die Emissionen noch mehr senken, als sie durch die Förderprofile vorgegeben sind. Das heißt, man hat hier praktisch ein doppeltes Dilemma oder eine doppelte Notwendigkeit, die Emissionen und den fossilen Energieverbrauch zu senken. Hier sehen wir noch ein Beispiel der USA, zumindest. Das gibt jetzt nicht ganz die aktuellste Entwicklung wieder, da werde ich dann auch nachher ganz kurz noch Bilder zur aktuellsten Entwicklung zeigen, weil sozusagen ist wahrscheinlich bekannt oder man hat es vielleicht gehört, gelesen. Es gibt jetzt so einen Ölboom in den USA. Die Frage ist auch, wie der zu interpretieren ist, da werde ich nachher etwas zeigen. Der ist hier noch nicht eingezeichnet.
2004 sieht man praktisch den Verlauf bis so 2006, 2007, wo man eigentlich ganz klar sieht, zumindest diese Lower 48 States, also diese 48 Bundesstaaten, jetzt USA praktisch ohne Alaska und ohne Hawaii, sind diese 48, das ist das Kerngebiet der USA, diese 48 Bundesstaaten der USA schaut der Förderverlauf so ab und gleich im Prinzip ziemlich schön dieser theoretisch-mathematischen Kurve, die schon Enkin Hubbard, das war ein Erdölgeologe in den USA, der hat das schon in den 50er Jahren praktisch vorhergesagt oder dieses Modell beschrieben in einer Publikation, die ist auch im Internet verfügbar, die auch praktisch diesen Begriff Peak Oil noch nicht geprägt, aber zumindest der hat zum ersten Mal halt gezeigt, dass die USA ein Fördermaximum wahrscheinlich um 1970 erreichen wird und die Welt im Jahr 2000. Also im Prinzip seit den 1950er Jahren ist es bekannt, auch wissenschaftlich, dass sowas möglich ist. War damals sehr umstritten, also noch umstritten als jetzt, ist jetzt auch umstritten, weil ich dann auch noch kurz darauf eingehe. Aber die Indizien nähern sich, dass es tatsächlich so oder so ähnlich verlaufen könnte. Wie schaut jetzt das aus, jetzt, wenn man Szenarien für die ganze Welt macht? Ich zeige jetzt zwei Szenarien der Energy Watch Group, wo der Werner Zipel tätig ist, der vorher schon genannt wurde, der bei Ludwig Bölkow Systemtechnik beschäftigt ist und eben auch Studien für die sogenannte Energy Watch Group macht. Da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2008 und die wurde im Heuer jetzt, also vor kurzem im März, ist ein Update erschienen. Hier zeigt er eben, wie sich dieser Verlauf entwickeln könnte nach verschiedenen Förderregionen, beginnend unten von Nordamerika über Europa, über die Transition Economies, also vor allem über Russland und die Nachfolgestaaten, Sowjetunion bis also Lateinamerika, Afrika und Mittlerer Osten. Und was man oben sieht, dieser strichierte Verlauf, ist die Projektion oder Prognose, je nachdem, wie man das sieht, des World Energy Outlook. Der World Energy Outlook ist eine Publikation, die von der IEA, von der Internationalen Energieagentur, jährlich erscheint, wo die IEA praktisch ihre Sicht zur Weltenergielage, zur Weltenergieversorgung jedes Jahr kundtut. Und hier die aktualisierten Kurven, sowohl von Werner Zipel aktualisiert, der untere Verlauf, und oben praktisch die aktuellen Projektionen der Internationalen Energieagentur. Und hier ist einerseits der World Energy Outlook 2006, der noch steiler ansteigt, und ist inzwischen schon etwas nach unten korrigiert worden. Also im World Energy Outlook 2012 ist die IEA schon etwas vorsichtiger, aber rechnet auch nach wie vor, dass eine Steigerung oder zumindest eine moderate Steigerung der gesamtverfügbaren Ölmenge noch möglich ist. Und praktisch in diesem Gap, oder in dieser Kluft zwischen dem, was jetzt Werner Zipel zeichnet und dem, sozusagen, was die IEA zeichnet, bewegen sich halt die Spekulationen, wie sich tatsächlich diese weltweit verfügbaren Ölmengen entwickeln könnten. Man sieht halt hier, dass auch eben der Werner Zipel das revidieren musste, dass nicht dieser Peak noch nicht 2006 eingetreten ist, und was man jetzt sieht, 2006 bis 2013, ist mehr oder weniger ein Plateau, so mit ein bisschen Auf und Ab, aber im Wesentlichen ist die Ölmenge seitdem nicht wesentlich gestiegen. Was sind die Indizien, warum kann man mit einem globalen Fördermaximum von Öl in näherer Zukunft rechnen? Es gibt natürlich mehrere Indizien, ich habe jetzt ein paar wesentliche zumindest mal herausgenommen. Das eine ist die Frage der Funde, die neue Funde zumindest, was die sogenannte konventionelle Öl betrifft. Das nicht konventionelle werde ich dann auch noch ganz kurz eingehen. Die sind zumindest im Trend, die neue Funde sind im Trend seit 40 Jahren rückläufig. Man zitiert das, wenn die größten Funde waren so 1930, 1940, 1950. Die sind Mitte der 60er Jahre, wo die sogenannten Giants, also die wirklich großen
Ölfelder gefunden worden. Seitdem geht es natürlich mit etwas auf und ab, aber im Trend geht das bergab, die Neufunde. Das zweite Indiz ist eben, dass viele Ölförderregionen ihr Fördermaximum schon erreicht haben oder knapp vor dem Fördermaximum stehen. Das ist auch jetzt eine Studie aus dem Jahr 2010 auf und wird dann erstellt. Hier sieht man wieder die Förderregionen übereinander aufgetragen, etwas detailliert als in dem Bild zuvor, mit den Länderbezeichnungen und eine Zahl daneben. Die Zahl besagt, in welchem Jahr das Fördermaximum erreicht wurde. Zum Beispiel Österreich 1955. Es wird auch trotzdem noch in Österreich gefördert, wenn auch sehr wenig. Sieht man allerdings hier im Gesamtverlauf, das natürlich nicht erkenntlich ist. Die Fördermenge ist so gering, dass man das hier in dieser Darstellung nicht sieht. Das nächste dann, was man dann sieht, ist Deutschland 1967 und gesehen haben wir schon USA, das ist aber 48 States 1970. Dann geht es eben so weiter. Wichtig, wenn zum Beispiel Großbritannien 1999, Norwegen 2001, also die wichtigen europäischen Gebiete, Nordsee, hat auch schon im Fördermaximum erreicht. Bis hin, ja, das ist vielleicht noch umstritten, ob das mit Saudi-Arabien stimmt, also bis hin auch zu jetzt bekannten Förderregionen, die irgendwie das Maximum schon erreicht haben oder knapp davor stehen. Das hat jetzt ein bisschen auch angepasst, jetzt im aktuellen Bericht auf jeden Fall. Es gibt nach dieser Darstellung noch relativ wenige Regionen, die vor dem Fördermaximum stehen. Zum Beispiel der Irak oder China oder Brasilien. Hier sieht man das, was ich auch schon vorher erwähnt habe, dass praktisch eben seit dem Jahr 2005 diese gesamte geförderte Öllänge, die hier die obere rote Kurve ist, mehr oder weniger stabilisiert. Natürlich geht etwas auf und ab. Und unten sieht man die gelbe Kurve, die gelb-orange Kurve ist der Ölpreis, was wir auch schon früher gesehen haben mit dieser Spitze im Jahr 2008. Was am Ende gesagt, das war spekulationsbedingt. Ich denke, es war wahrscheinlich ein Teil spekulationsbedingt, ein Teil wird nicht spekulationsbedingt, wie es oft so ist. Spekulationen haben oft auch einen realen Hintergrund. Aber Spekulation heißt, dass die Börsen oder die Preise zum Überschießen neigen, zum Überschießen nach oben und zum Überschießen nach unten. Das pendelt sich dann nach einiger Zeit dann wieder in einen Preis ein. Zur Zusammenfassung zu Peak Oil nach dem Artikel. Das ist jetzt nicht nach dem ganz letzten Bericht, aber ungefähr so ähnlich steht es auch im aktuellen Bericht. Die Förderung ist am Peak oder genau vor dem Peak, je nachdem. Also bis zum Jahr 2030 wird die weltweite Förderung 40% niedriger sein, das ist schon die aktuelle Zahl von 2013. Und die Frage ist dann nicht, wie viel Öl dann importierende Länder dann erhalten werden, zumal zumindest in der Vergangenheit man sieht, dass der Eigenverbrauch der ölexportierten Länder ansteigend ist und die, je nachdem, möglicherweise das Öl auch für sich für ihre Volkswirtschaften behalten werden, wenn es tatsächlich knappen sollte. Das muss man sehen. Auf jeden Fall kann es eben sein, dass die Länder, die importabhängig sind, für diese Länder dann eben diese Förderprogramme dann noch stärker spürbar sein könnte. Es gibt verschiedene Verknappungsindikatoren, zum Beispiel, dass es um eben Gebiete geht, wo Öl immer schwieriger zu schließen ist, Beispiel der Tiefseeförderung, wo man in immer tiefere Lagen geht. Spektakulär bekannt im Jahr 2010 durch diesen britisch-BP-Förderunfall, also sonst kann ich auch immer wieder passieren, bis hin, dass man auch bestrebt ist, halt in die Arktis vorzubringen. Also diese, was teilweise als die großen Errungenschaften verkauft werden, dass man halt in schwer schließbare Gebiete vordringt, das sind eigentlich schon Zeichen, dass es eigentlich knapp wird, dass die leichter schließbaren Ressourcen nicht mehr, aber nicht mehr diesen Ausmaß verfügbar sind. Es gibt einen steigenden Energieaufwand für die Förderung, es gibt einen steigenden technischen Aufwand, einen steigenden logistischen, damit auch verbunden, steigenden finanziellen Aufwand für die Förderung. Alles das sind Verknappungsindikatoren.
Wie schaut es bei Erdgas aus? Hier ein Beispiel für Großbritannien, wo die Charakteristik ähnlich ist wie beim Öl. Ungefähr im Jahr 2000 würde das Maximum erreicht der großbritannischen Erdgasförderung. Seitdem geht es eben ziemlich rasch bergab. Und hier 2007, 2008 ist das schon 40% weniger als 2000 gefördert werden konnte. Wie könnte die Situation in Europa aussehen? Was relativ sicher ist und was auch die Erdgaswirtschaft bestätigt, ist, dass die innereuropäische Förderung, das heißt die Förderung, die von europäischen Ländern ausgeht, diese Förderung rückläufig ist. Das einzige Land, das hier noch nennenswert die Förderung erhöhen kann oder zumindest Zeiten noch konstant halten kann, ist Norwegen. In allen anderen Gebieten geht das zurück und man sieht dann wieder die Kurve, dass das relativ rasch abfällt. Und der Rest, um den europäischen Erdgasbedarf zu decken, muss oder müsste eben importiert werden. Wird auch tatsächlich, also die Hauptregionen, aus denen importiert wird, sind natürlich hauptsächlich Russland. Und natürlich gibt es auch Importe, die von weiter her kommen, die halt über See, also über mit Tankern transportiert werden, wo dann verflüssigtes Erdgas transportiert wird, sogenanntes Liquefied oder Liquid Natural Gas transportiert. Und auch hier sieht man, dass hier eine Lücke klafft, wenn man einerseits den Bedarf trendmäßig fortschreibt, den Erdgasbedarf, wie das im World Energy Outlook beispielsweise gemacht wird, und andererseits die Förderung oder die möglichen Importe darüber legt. Hier sind einfach dies angenommen, einerseits die Förderkarakteristik innereuropäisches plus die Importe bleiben konstant. Plus die strukturierte Kurve heißt, die Importe, also die Importe von flüssigem Erdgas können immer höher werden. Trotzdem sieht man hier, ist in jedem Fall, was sieht jetzt ein Fragezeichen zu ist, es in jedem Fall eine bestimmte Lücke bleibt, auch beim Erdgas. Zumindest was die europäische Situation betrifft. Hier auch in die globale Situation aus dieser aktuellen Studie, die von der Energy Watch Group veröffentlicht wurde. Die Studie kann man auch sozusagen aus dem Internet herunterladen, zumindest die Kurzfassung der Studie. Hier sieht man, wie sind wieder alle Förderregionen übereinander gelegt. Und man sieht hier, dass zumindest so bis 2020 noch sozusagen die gesamte Erdgasmenge gesteigert werden kann, dann irgendwie im Plateau erreicht und dann zumindest langsam sinkt. Nach dieser Projektion. Und natürlich ist die Frage, was wir vorher schon gesehen haben, wie viel von diesen Importen oder von den Regionen, die von den Importen abhängig ist, also wohin werden diese Erdgasflüsse fließen? Wird Russland mehr nach China exportieren oder mehr nach Europa? Man weiß es nicht. Man kann dazu nur mutmaßen. Auf jeden Fall ist auch das, was der Realität beschreibt, nicht davon auszugehen, dass zum Beispiel die Importe jetzt aus Russland sich dramatisch erhöhen werden, möglicherweise eben stagnieren oder eventuell sogar dann mittel- und langfristig sinken. Nur weil wir jetzt in Wien sind, das ist zumindest bis zum Jahr 2003, es gibt da schon aktuellere Zahlen, die haben jetzt nicht bei diesem strategischen Energieeffizienzplan, sogenannte SEP, doch jetzt aktualisiert wurde, es gibt auch aktuelle Zahlen für Wien, aber man sieht hier eben gelbes Gas, man sieht hier, dass Wien doch viel Gas nach Wien kommt und viel Gas auch in Wien verbraucht wird. Mit Öl, also zum Gas, das halt auch für, alles Mögliche für Strom und Wärme in Wien verwendet wird. Zusammenfassend, nach meiner Ziffer wird die Erdgasförderung bis 2030 in 18% zurückgehen. Es gibt auch Projektionen der Erdgaswirtschaft.
ab. Also das wird etwas weniger zurückgehen, aber auch die Erdgaswirtschaft, die europäische, sagt, die Finger und Fischfelder wird zurückgehen. Das heißt, dass die Importe bis 2030 eine sehr stattliche Menge steigen müssen. Wir schätzen 200 bis 300 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Sind aktuell Studienscheidungen, da wären circa 200 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Nicht konventionelles Erdgas im Sinne von Schiefergas und Teiggas, das werde ich dann noch mal kurz erwähnen. Wird in Europa aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich keinen sehr großen Einfluss haben. Kohle ist die weitere Frage an und für sich. Die konventionelle Meinung ist, Kohle ist quasi endlich verfügbar, oder zumindest für die nächsten 100, 200 Jahre. Braucht man sich unter Anführungszeichen keine Sorgen machen, was die Kohlevorräte oder die verfügbaren Kohlemengen betrifft. Einerseits, andererseits wissen wir, Kohle ist der Energieträger, der fossile Energieträger, der pro Energieeinheit mit den meisten CO2-Emissionen gekoppelt ist und damit unter Anführungszeichen der klimaschädlichste fossile Energieträger. Das heißt, aus Klimaschutzgründen müssen eigentlich Kohle auch sehr stark reduzieren. Und es gibt auch, also wie ich auch nicht eingehen, mit Bestrebungen, der sogenannten Clean Coal, also praktisch das CO2, das bei der Kohleverbrennung steht, abzufangen und zu speichern. Auf jeden Fall, was die Verfügbarkeit betrifft, also wenn man die ganze Klimageschichte jetzt mal anlässt, gibt es eben auch unterschiedliche Sichtweisen. Hier werden wir sicher versucht, die, was man weiß von den Fördergebieten, den Verlauf der Vergangenheit und die Reserven, die man kennt, übereinander zu legen und halt in die Zukunft zu projizieren. Man sieht auch hier, dass man etwa bei Kohle 2020 einen Peak erreichen könnte, das aktualisiert, schaut das sogar noch schärfer aus, aktualisiert jetzt in der Studie, die jetzt 2013 rausgekommen ist. Vor allem der Punkt ist hier, dass vor allem China, das China ist hier dieser große blaue Bereich in der Mitte, also China hat die Kohleförderung sehr stark ausgeweitet, das ist bekannt, also sieht man so, was man liest, jede Woche, alle zwei Wochen. Bei den Kohlekraftwerken im Betrieb, das ist das auch, was unser letzter Bild in China hat, riesig Dampfungszeichen Dampf gemacht, was den Ausbau der Kohlenutzung betrifft. Sozusagen diese Projektion geht im Endeffekt davon aus, dass in China das relativ stark abfallen könnte. Und mit dem Abfall in China, sozusagen fehlt auch, wie durch die Welt, Menge Abfall, auch wenn es in den anderen Regionen dieser Abfall noch nicht so stark wäre. Auf jeden Fall ist es so bei der Kohle, dass wie auch bei den anderen Ressourcen auch, seien es jetzt fossile Energieträger und Metalle, zuerst entdeckt man die größeren Vorkommen, die reicheren Vorkommen, die leicht ausbeutbaren Vorkommen, die Vorkommen mit einer höheren Dichte an Erz etc. Und das ist auch bei der Kohle so, das heißt, der Energieaufwand etc., der Aufwand steigt auch, um neue Kohlevorkommen zu schließen, auch wenn insgesamt die Reserven und die Ressourcen noch vergleichsweise hoch sind. Interessanterweise ist auch bei Uran so, dass sie schon ein Fördermaximum erreicht wurde. Das heißt auch die Kernenergie, wenn man jetzt alle Bedenken sich die Sicherheit hinsichtlich Kernwaffen etc. außer Acht lässt, wenn man jetzt nur die Ressourcenseite betrachten würde, dass man hier nicht unbedingt jetzt Kernenergie jetzt unendlich ausgebaut werden könnte, wie es manche vielleicht wünschen und auch nicht. Man sieht hier, dass bereits ein erstes Fördermaximum bei Uran erreicht wurde und bereits eine Lücke besteht. Das heißt, es wurden Reserven angelegt bei Uran und in letzter Zeit wurden praktisch, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wurde praktisch auf bereits angelegte Vorräte zurückgegriffen, was das Land betrifft. Das sieht man auch hier in dieser aktuellen Darstellung, die in dem 2013er Report enthalten ist. Man sieht hier dieses erste Fördermaximum 1980. Es geht dann zurück inzwischen.
greifen und teilweise auf diese Vorräte zurück, die früher angehäuft worden sind. Und die Förderung ist jetzt zwar jetzt gestiegen, ist also auch fraglich jetzt, nicht oder in welchem Ausmaß die noch steigen kann. Also auch die Kernenergie ist jetzt keine verfügbare Energiequelle, also wenn man jetzt alle anderen Bedenken jetzt außer Acht lassen würde. Wie schaut das aus mit der Zusammenschau? Jetzt aus diesem 2013er Bericht eine Abbildung, wo immer die ganzen verschiedenen Förderprofile, Förderszenarien der verschiedenen Energie